Eva Jennifer Fairgate. Diese Frage ist seit 1995 unbeantwortet. Am 31. Mai 1995 um 22.44 Uhr checkte eine Frau, die fließend Deutsch und Englisch sprach, im Oslo Plaza Hotel in Oslo, Norwegen ein. Es handelte sich um ein 5-Sterne-Hotel, der vollständige Name lautet Radisson Blue Plaza Hotel in Oslo. Sie buchte das Zimmer für 3 Nächte. Die erste Merkwürdigkeit gab es gleich beim Check-in. Sie legte keinen Pass vor und musste auch keine Kreditkarte hinterlegen. Sie gab beim Ausfüllen der Anmeldung folgende Daten an. Name Jennifer Fairgate. Geburtsdatum 23. August 1973. Adresse 148 Rue de la Stede 7968 Verlaine, Belgien. Telefonnummer 3268 326548, Firma Service Belgien. Später wurden diese Daten überprüft. Es gibt in Verlaine eine Rue de la Stede, nur gehen die Hausnummern nur bis zur Hausnummer 100. Die angegebene Telefonnummer gab es nicht, aber entsprach der Form der Telefonnummern in der Gegend. Ebenso kannte niemand in Verlaine eine Jennifer Fairgate. Das Zimmer wurde vorab telefonisch reserviert auf die Namen Jennifer Fairgate und Louis Fairgate. Beim Check-in war aber nicht erkennbar, dass Jennifer mit einem Mann vor Ort war und mit diesem zusammen eincheckte. In einer anderen Information ist zu lesen, dass eine Rezeptionsmitarbeiterin beobachtet hat, dass Jennifer immer wieder zu einem neben ihr stehenden Mann schaute beim Check-in. Nach diesen beiden Beobachtungen hat niemand diesen Mann wieder gesehen. Hier sind 2 Sachen sehr interessant und merkwürdig. Es kann jemand in ein 5-Sterne-Hotel einchecken, ohne sich auszuweisen, ohne Kreditkarte und ohne Vorauszahlung. Dies ist gegen jede Regel in so einem hochklassigen Hotel. Weiterhin ist das Hotel videoüberwacht. Es wurde aber nie über Videomaterial vom Check-in oder vom gesamten Aufenthalt von ihr berichtet. Gibt es kein Videomaterial oder wird es zurückgehalten? Die nächsten 2 Tage nach ihrer Ankunft verließ Jennifer anscheinend immer nur für kurze Zeit das Hotelzimmer, wie vom System aufgezeigt wurde. Jedes Betreten des Zimmers wurde vom System protokolliert mit Datum und Uhrzeit. Dabei ist aber zu beachten, dass dieses System nicht registriert, wenn ein Zimmer verlassen wird. Am Donnerstag, den 1.6. um 13 Uhr reinigten 2 Zimmermädchen das Zimmer und dieses war leer. Das System registrierte ein nächstes Betreten des Zimmers erst am Freitag, also am Folgetag, um 8.50 Uhr. Das heißt, dass sie fast 20 Stunden unterwegs war. Wo war sie? Was hat sie in dieser Zeit gemacht? 3 Tage nach ihrer Anreise, also am 3.6.1995, stellte die Rezeption dann fest, dass zu der Buchung keine Kreditkarte vorlag. Außerdem hing seit 2 Tagen ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Einer der Wachmänner fuhr hinauf in den 28. Stock zu ihrem Zimmer und klopfte an die Tür. Direkt nach dem Klopfen war ein Schuss im Zimmer zu hören. Der Wachmann wartete ein paar Sekunden und fuhr dann ins Erdgeschoss zurück, um den Sicherheitschef zu holen. Der Raum war also 15 Minuten unbewacht. Der Sicherheitschef öffnete die doppelt von innen verriegelte Tür und fand die Leiche von Jennifer. Sie lag mit einem Revolver in der rechten Hand und einem Einschussloch an der Stirn auf dem Bett. Es sah so aus, als wenn sie sich umgebracht hat und sich die letzten Tage in dem Zimmer auf ihren Tod vorbereitete. Als die Polizei das Zimmer durchsuchte, konnten auch hier keine Hinweise auf ihre Identität gefunden werden. Das heißt, es wurde auch kein Reisepass gefunden, den man zur Einreise nach Norwegen benötigt. Ebenso konnte keine Haarbürste oder Zahnbürste im Zimmer gefunden werden. Aus ihren sämtlichen Kleidungsstücken wurden die Etiketten herausgetrennt. Weiterhin war es sehr mysteriös, dass sie zwar viele Pullover und Ähnliches dabei hatte, aber keine Kleider für den unteren Bereich,
wie Hosen oder Röcke. Als man die Leiche untersuchte, stellte man fest, dass die Art und Weise, wie sie die Waffe hielt, sehr merkwürdig war. Die Waffe, die benutzt wurde, hatte einen harten Rückstoß. Hätte sie die Waffe so genutzt, hätte diese nach dem Abschuss weggeschleudert worden sein müssen, da sie einen sehr starken Rückstoß hat. Ebenso konnten keinerlei Blutspuren an ihren Händen gefunden werden. Bei weiteren Untersuchungen der Waffe wurde festgestellt, dass aus dieser die Registrierungsnummer professionell herausgeschliffen wurde, so dass keine Rückverfolgung möglich war. Der Fall wurde dann aber recht schnell zu den Akten gelegt und Jennifer beerdigt, da man davon ausging, dass es ein Selbstmord war. Einen Journalisten ließ dieser Fall aber nicht los und er stieß erneut Ermittlungen an. Am 16. November 2016 wurde ihre Leiche dann exhumiert, um an ihre DNA zu gelangen. Dies sollte der Identifizierung von Jennifer dienen. Von den vorherigen Untersuchungen waren keine DNA-Spuren mehr vorhanden, da man ja davon ausging, dass es sich um einen Selbstmord handelte und alle Beweismittel vernichtet wurden. Die komplette DNA von Jennifer konnte identifiziert werden. Dabei wurde festgestellt, dass sie Europäerin war. Da die Rezeptionistin aussagte, dass sie Englisch und mit einem Ostdeutschen und Deutsch mit einem ostdeutschen Akzent gesprochen hat, vermutet man, dass sie aus Deutschland stammt, besser gesagt Ostdeutschland, oder dort einen Teil des Lebens verbracht hat. Aber trotz ihrer DNA konnte ihre Identität dann nicht ermittelt werden. Es wurde eine weitere Untersuchung durchgeführt, um ihr Alter feststellen zu können. Dadurch konnte festgestellt werden, dass sie zwischen 1970 und 1972 geboren wurde. Aufgrund der bisher ermittelten Fakten geht man davon aus, dass Jennifer sich nicht selbst ermordet hat, sondern ermordet wurde. Eine Theorie ist, dass sie eine Agentin gewesen ist. Zu diesem Schluss kommt man wegen der vielen professionellen Sachen, die gemacht wurden, um ihre Identifizierung zu vermeiden. 2018 gab es in Deutschland in der Bild einen Artikel darüber. Auch dieser brachte keine neuen Erkenntnisse zu ihrer Person. Dabei stellt sich natürlich die Frage, warum kennt niemand diese Frau? Irgendjemand muss mit ihr zur Schule gegangen sein. Irgendjemand ihr Nachbar, ihr Freund, Liebhaber oder Bekannter. Aber anscheinend scheint sie wirklich niemand zu kennen. Und was hat es mit der Adresse in Belgien auf sich? So, meine Freunde, jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr, was passiert ist? Was glaubt ihr, wer Jennifer ist? Und kann man das Rätsel noch lösen? Was denkt ihr? Mittlerweile sind auch schon über 30 Jahre vergangen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was euch zu dem Fall einfällt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen oder Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann erstmal tschüss, bis zum nächsten Clip.